So, hallo zusammen. Oh, hier ist der Fluxkompensator 70 wieder mit einem Gastreplay. Und zwar mal was ganz Wildes. Und zwar den Stuck 3 Ausführung G. Ja, und das Replay ist wieder von einem aus der Gruppe, Facebook-Gruppe World of Tanks. Und zwar der Mellowland. Ja, den Namen müsste ich erstmal googeln, was das bedeutet, aber spielt ja auch keine Rolle. Und wir sind hier auf Lakeville in ein 7er, 6er, 5er Gefecht. 4 7er, 4 6er und 8 5er. Auch was Kleines müsste mal ran hier. Und da schauen wir schon auf den King Tiger. Ja, da kommt er mit der AP nicht durch. Jetzt mit APCR. Jawohl, erstmal in den VK, in den 3001H in die Seite. Jetzt ein paar Blindschüsse. Jetzt wieder auf AP gewechselt. 0 zu 2 steht es. Eine Arti jeweils auf jeder Seite. So, dann mal einen kleinen Hit rein in den T-34-85. Das geht aber hier zacki zacki. Ja, gekettet. Wieder gekettet. Oh, da gab es ein bisschen was. In der Seite durchgekommen. Aber kein Kill. Ja. Der Stock hat auf der AP 135 Schaden mit einem Durchschlag von 150. Auf der APCR 135 Schaden und 194 Durchschlag. Und 175 Schaden auf mit 38 Durchschlag auf der AE. So, steht 2 zu 2. Ist ja Begegnungsgefecht. Ja, jetzt fragt euch, warum jetzt so ein kleines Teil? Es kommt aufs kleine Ergebnis an. Auch sowas ist ein Erfolg. Man sieht es nicht. Aber ich kann schon mal sagen, da sind zwei. Jetzt warten wir kurz mal. T34. Jawohl, schön rein. Und zack, erster Kill. Es steht 6 zu 2. Das wird wieder eine schnelle Runde. Ja, man sieht es durch die Tarnung nicht, aber der gute Mellowland hat zwei Gunmarks. Und wir schauen mal bei den Stats, was dabei rauskommt auf die oder zur dritten hin. Wir schauen mal. Jawohl, erstmal die Super Hellcat verarztet. Noch ein rein. Zack, zweiter Kill. 9 zu 2. Wir sind noch nicht mal bei 4 Minuten, 3 Minuten hier, warte mal. Ich kann gar nicht so schnell kommentieren, wie das hier vorwärts geht. Das ist der T-37. Obwohl, auch erstmal rein. Ja, das war offen. Und weg. Ja, da sieht man schon, wie die Runde zu Ende geht, ne? Also, da wird wohl nicht mehr viel passieren. Zwei Kills haben wir bis jetzt. 1159 Schaden. Bisschen Unterstützungsschaden, sehen wir nachher. Ja, ihr sagt euch, ja, wieso denn diese Runde? Haben mich auch welche gefragt. Wozu muss man da ein Video machen? Erstmal ist mein Kanal so just for fun nur. Und der gute Mellowland, der freut sich bestimmt darüber und hat da was zur Erinnerung. So, den STRV. Hinterher. Beachtet ihn gar nicht. Fährt da vor sich hin. Nichts. Und. Ah. Drüber weg. Zack, dritter Kill. Ja, man sieht nicht die zwei Gunmarks da bei der Tarnung. No Cap wird jetzt geschrieben hier von ihm. Kriegt doch noch was von dem Panther ab. Ja, noch ein bisschen Schaden.
Und da ist die Runde zu Ende. Und wir sehen uns in den Stats. Tja, und dann sind wir bei den Stats angekommen. Und der Mellowland hat das Ganze genannt Ace und 3 Marks. Und da ist sie, die dritte Gunmark für den Stuck 3. Und ich finde, das ist schon was Besonderes. 3 Gunmarks hat man nicht einfach so. Da muss man was für tun. Da muss man den Panzer öfter spielen und auch Schaden machen und vorantreiben. Jetzt sind die 3 Ringe ran, beziehungsweise sind es ja jetzt 9. Ne? Deutsche Panzer kriegen ja immer 3 Ringe, also 9. Dann haben wir das Panzerass, dann haben wir noch was Kleines hier, den Schläger. Und dann haben wir hier, meine Güte, Wirkungsfeuer. Und dann haben wir 39.144 Credits, CXP kommen wir später, aber 55 Bones, Anleihen. Und das im 5er-Gefecht, ne? Weil er war ja Low-Tier und dann das 7er, 6er, 5er-Gefecht. Darum gab es bestimmt auch die ganzen Bones hier, ne? Teamscore, gucken wir nochmal schnell. Da hat er 1619 Damage, 3 Kills, 986 Basis-XP. Und dann gucken wir in den detaillierten Report. 21 Mal geschossen, 19 Mal getroffen, 14 Durchschläge, 895 Damage über 300 Meter, 1 Kilometer ist er gefahren. Und dann haben wir hier 26.096 Credits, abzüglich Munition und dann die Ration 20.000, macht gerade ein Plus von 709, ist nicht viel, ist aber auch ein 5er, ne? Da gibt es ja auch nicht viel. So, und das Ganze in 5 Minuten 4 Sekunden, das war hier wieder eine Razzifazzi-Runde. Und dann gibt es hier noch der Missionsbonus dazu, zu den 986 macht 7395 XP und 94 freie Erfahrung, 74 freie Erfahrung. Und ich finde, das war schon gut. Dritte Gunmark, es war kleines und es kommt gleich noch ein zweites Replay. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr da auch gucken. Das ist, wird was Feines. Bis dann. Ciao.